Hey Leute, ein kleines Guide zum neuen Gefahrenzeitboss. Bei diesem Boss beschwöre ich Rearmed Estorza ganz rechts und links Lee Hsien, gefolgt von Tarrasque und Yang Harem, für diesen Kim Hane Operator Buff, mehr Skill Haze. Danach haue ich alle Helden raus, die ich habe. Der Key ist, so viele Debuffs rauszuhauen, wie man kann, weil ab Minute 2 oder dem zweiten HP-Bar dieser Damage-Check kommen sollte, in diesem Fall Betonung auf sollte, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Da aktiviere ich dann die Fähigkeiten vom Schiff für Deathbreak und davor habe ich dann auch Seoyun beschworen für diesen Angriffsbuff und den zusätzlichen Deathbreak. Und dann heißt es beten, dass man nicht von dem Blödsinn ausgelöscht wird. Jetzt wünsche ich euch viel Glück.